Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wenn man Anfang der Woche die Internetseite der Unionsfraktion öffnete, stand da als Thema des Tages: Merz kündigt Positionspapier zu China an. Es folgten dann mehrere Anträge. Dieser Antrag, der uns hier heute vorliegt, scheint einer aus diesem Köcher zu sein. Aber dazu komme ich ganz zum Schluss noch einmal. Lassen Sie uns einmal eine Bestandsaufnahme machen, was China in Südamerika macht. China hat in den letzten Jahren mehrere hundert Milliarden US-Dollar in der Region investiert, schwerpunktmäßig in Infrastruktur, Rohstoffe und Energie. Strategische Investments sozusagen. Einige Beispiele: In Peru hat man für 600 Millionen US-Dollar einen wichtigen Hafen gebaut. Man sagt, das soll der wichtigste Hafen der Region werden, Teil der Seidenstraße. In Argentinien hat sich die Zijin Mining Group Ende 2021 für 770 Millionen US-Dollar den Salitres Quebradas, das größte Lithiumprojekt, das erfolgreichste auch, was es in Argentinien gibt, gesichert. China baut allerdings auch den Espacio Lejano. Das ist eine Riesenantenne, die unter militärischer, chinesisch-militärischer Leitung steht, wo selbst die Argentinier keinen Zugang mehr zu haben. Man weiß nicht, ob die der Spionage oder der Überwachung dient. Man weiß es nicht genau. Eine gewisse Gefahr kann hiervon durchaus ausgehen. Das Fazit ist: China baut die großen Infrastrukturprojekte in Südamerika, die früher Siemens, Hochtief und Co. bauten. Das größte Wasserkraftwerk der Welt in Itaipu läuft heute noch mit Siemens-Technik in den 70er Jahren projektiert. Die Turbinen kamen aus Heidenheim von Voith Hydro. Die neuen Kraftwerke allerdings in Südamerika baut jetzt China. Schauen wir uns aber mal die deutschen Aktivitäten an. Deutsche Ingenieure und Firmen bauten Straßen, Infrastrukturprojekte, bauten Bodenschätze ab. Der Kurzhauber von Mercedes-Benz, der von den 50er Jahren bis Mitte der 90er gebaut wurde, prägt heute in vielen südamerikanischen Städten noch das Straßenbild. Die Rohstoffpartnerschaft mit Peru, groß angekündigt in 2014, ist, oh Wunder, ein Jahr später in 2015 wieder eingeschlafen. Deutschland geriet immer mehr ins Hintertreffen. Südamerika wurde stiefmütterlich behandelt. Der Niedergang der deutschen Wirtschaft ist in Südamerika zu erkennen. Wir sind von einer interessensgeleiteten Politik in eine wertegeleitete Politik abgerutscht. Wir unterstützen und finanzieren mit deutschem Steuergeld Menschenrechtsprojekte, Projekte für indigene Bevölkerung, erneuerbare Energieprojekte und Umweltschutzprojekte. Das lassen wir uns Milliarden deutschen Steuergeldes kosten. Ohne Frage wichtige und interessante Projekte, aber wir dürfen die wirtschaftlichen Ziele unseres Landes nicht aus dem Auge verlieren. Wir lassen uns von feministischer Außenpolitik leiten. Für die deutsche Wirtschaft sind allerdings Rohstoffe essentiell. Sorgen Sie dafür, dass unsere Industrie nicht abwandern muss. Im Moment versagt unsere Bundesregierung hier auf voller Ebene. Was müssen wir tun? Folgen Sie unserem beigestellten Antrag. Wir müssen uns starke Partner in der Region suchen, beispielsweise Brasilien, und müssen hier die Beziehungen vertiefen. Wir müssen Rohstoffpartnerschaften leben. Wir brauchen regelmäßige Regierungskonsultationen, gemeinsame Kabinettssitzungen, eine gelebte Partnerschaft auf Augenhöhe. Dann klappt das auch mit den Rohstoffen. Ja, und jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Antrag der Union. Sie haben geschrieben in Ihrem Antrag, dass die Bundesregierung, das heißt weder der Kanzler noch die Außenministerin, in dieser Legislatur Südamerika besucht hätte. Da merkt man, der Antrag kam ganz unten aus der Schublade, längst überholt. Im Januar war Bundeskanzler Scholz in Brasilia, hat um Munition für die Ukraine gebettelt, die er nicht bekommen hat. Man soll sich einfach mal die Konstruktion im Land angucken. Brasilien ist Teil von BRICS, und die werden mit Sicherheit nichts tun, was gegen eigene Partner ist. Ja, er ist in Südamerika kläglich gescheitert. Schaffen Sie die Rahmenbedingungen für die deutsche Wirtschaft und lassen Sie den Rest die deutsche Wirtschaft selber machen. Vielen Dank.